kriegt man vielleicht neue Freunde und man kann sich verabreden. Und das alles kann man schon beim Golfen machen. Das ist einfach glücklich zu sehen, dass Kinder Spaß haben daran, mit dem Schläger rumzufuchteln und sich dann freuen wie so Große, wenn sie dann halt mal schaffen, mit 4 Schlägen in so ein Loch reinzukommen. Mir geht es so, wenn ich einen Schlag ausführen will, dann fängt das in der Haarspitze an zu denken und hört im Zeh auf. Habe ich alles richtig? Bin ich richtig aufgestellt? Und die Kinder machen gar nichts. Die hauen einfach drauf, wie der Trainer früher gesagt hat. Und sie haben so eine natürliche Bewegung im Körper. Das macht einfach Freude. Da ist man neidisch. Ja, da hast du recht. Der Lübeck-Travemünder Golfclub legt seit jeher großes Gewicht auf die Jugendarbeit. 3-malige erste Prämierungen auf Landesebene und ein 1. Platz auf Bundesebene für die beste Jugendarbeit zeugen vom Erfolg dieses Engagements. Also es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln, wie die Freude am Spiel haben, wie die begeistert vom Training gehen und wie die aufgeregt hier ankommen. Man ist ja wirklich seit über vielen Jahren mit einigen Kindern schon zusammen, mit denen man zusammenarbeitet. Das bindet natürlich auch und schafft eine sehr, sehr persönliche Basis. Und es macht Spaß, die Kinder zu sehen, wie sie in die Schule kommen, wie sie ihr erstes Zeugnis erhalten und natürlich dann auch die golferische Karriere. Es ist einfach schön. Es ist unheimlich schön zuzusehen, wie die Kinder mit großer Begeisterung üben und spielen. Sie sind an einem guten Ort und nicht an einem schlechten, wo sie gefährdet sind. Sie lernen Mannschaftsgeist, sie lernen Fairness, sie lernen Sportlichkeit. Ich bin stolz, in einem Golfclub zu sein, der fast 200 Kinder und Jugendliche betreut. Und ich kann sagen, wenn ein Golfclub wie Travemünde über Jahre hinweg beste Auszeichnung vom Deutschen Golfverband für seine Jugendarbeit bekommt, dann spricht das für sich. Platz ist variantenreich. Breite Fairways wechseln sich mit parkähnlichen Waldpartien ab. Wasserhindernisse und geschickt platzierte Bunker machen den Kurs zu einer Herausforderung für Spieler aller Stärken. Auch für die besten Nachwuchsspieler. Viele Bahnen bieten weite Ausblicke über die Ostsee, auf die schleswig-holsteinische und mecklenburgische Küste. Eine ganz tolle Aufgabe, nicht nur der sportliche Anreiz und das Verpacken, wie man Kindern etwas beibringt, Lernprozesse, sondern es ist mehr so der ganze Weg, den man mit den Kindern bestreitet. Die schönsten Momente wahrscheinlich natürlich die Erfolge, wenn ein Kind anruft und sagt, heute ist gut gelaufen. Das ist natürlich toll, aber es ist auch schön, wenn man die Kinder auch helfen kann, wenn es halt nicht so gut läuft. Wenn die auch dann nach Hause fahren und sagen, jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt hat er mir geholfen oder wir haben ihm geholfen. Und das ist natürlich, das macht am meisten Spaß, klar. Mein Ziel ist es, dass ich der beste Golfer der Welt bin. Und ich möchte gerne den Masters gewinnen. Mehrmals. Ja. Und das macht Spaß. Ah, ah. Das beste Spiel, was es gibt. Meiner Meinung nach.